Hallo, liebe Schüler, hier wäre es jetzt so, dass wir eigentlich unseren Hocker schon verwenden könnten. Bloß wenn wir uns da jetzt draufsetzen und wir, naja, wir bewegen uns wild darauf herum, dann wären diese Beine hier irgendwie, die würden anfangen zu wackeln. Hier oben sind sie ja miteinander verbunden durch den Rundstab und gehalten durch die Klötze, aber hier unten, da sieht das Ganze noch wackelig aus. Und dafür kommt jetzt ein Brettchen dahin. Und ich will euch nochmal zeigen, wie die ausgesehen haben. So haben die ausgesehen. Und wir brauchen jetzt da eben genau dieses Brettchen. Das ist nicht so schwer. Wirst sehen. So, du stellst dich halt mal so hin, dass du diesen unteren Fuß von deinem Hocker siehst. Dann nimmst du das Hilfslinienwerkzeug bzw. das Maßband und dann stellst du dich so hin, dass du wieder eine Hilfslinie ziehen kannst, am besten immer, wenn es rot leuchtet. Dann schiebst du dir eine Hilfslinie raus und sagst 70 mm eingeben und Enter, hast du auf 70 mm eine Hilfslinie, die beide Beine schneidet. Das kannst du gleich auf der anderen Seite auch machen. Dann hast du das drüben auch gleich gemacht. Sag 70. So. Und jetzt brauchst du nichts weiter zu machen, als dir ein Rechteck hinzuzeichnen. Aber ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass es hier ein zweites Rechteck gibt? Mit diesem Rechteck wird dir das nicht gelingen, hier ein Rechteck drauf zu zeichnen. Da zeigt sich immer so eine rote Linie. Das wird überhaupt nichts Gescheites. Das klappt überhaupt nicht. Da weiß SketchUp überhaupt nicht, wie es damit umgehen soll, weil das ja hier schräg ist. Na, kein Problem. Dafür gibt es eben dieses andere Rechteckwerkzeug. Hol dir das mal, klick das an. Da ist so ein Bogen drin. Und dann klickst du einmal an diesen Punkt hier. Dann ziehst du das irgendwohin rauf und dann gehst du hier auf diesen Punkt hier unten und klickst nochmal drauf. Hast du schon mal eine Fläche und da sagst du jetzt 60 Semikolon 20. Entschuldigung, das müsste jetzt hier geändert werden. Du siehst, SketchUp hat hier diese Fläche hingezeichnet. Bei mir hat es ein bisschen automatisch gedauert. SketchUp war irgendwie überfordert, damit diese Fläche hinzuzeichnen. 60 und 20 eingeben. So, jetzt diese Fläche anklicken, einen Zentimeter nach oben ziehen, 10. Dann haben wir hier einen Zentimeter und jetzt ziehst du sie hier 2 cm raus, 20. Millimeter bedeutet das und nach hier rüber auch um 20. Du bleibst jetzt hier auf der Kante stehen und dann ziehst du nochmal von der Kante 20 mm raus. So, und dann hast du dieses Brett einfach schon da drauf liegen. Dasselbe machst du hier auf der anderen Seite. Du nimmst wieder das Werkzeug, sagst, mach mir eine Fläche, einmal Klick, irgendwo anhalten und jetzt hier unten hingehen, Klick. Und jetzt eingeben 60 Semikolon 20. Enter. Diesmal hat es sofort geklappt. Weiß auch nicht. Die Fläche anklicken. 1 cm, 10 mm eingeben. Und dann hier ausziehen. 20. Und hier auch. Immer mit der Eingabe arbeiten, anders geht das gar nicht. Und nochmal um 20. So. Tja, wir sehen das vordere und das hintere Stück. Wir könnten diese Fläche auch nochmal um 20 zusätzlich rausziehen. Ich glaube, dann wäre es deckungsgleich. So, 20. Fertig. Und jetzt ist es gleich groß.
Und der Hocker ist fertig soweit. Ein paar Dinge möchte ich noch im nächsten Video zeigen. Jetzt kannst du wieder die Kamera, die Perspektive einschalten und mal die Schatten drauf zeigen. Und jetzt siehst du, dass das ganz gut ausschaut. Befestigen werden wir das mit Schrauben hier oben. Die werde ich vielleicht noch in einem Video draufgeben. Du wärst jetzt schon soweit fertig. Wenn du willst, kannst du die Schrauben noch einbauen. Und ein paar Tricks möchte ich dir zeigen, die vielleicht fürs nächste Jahr auch interessant sind. Gut, ich hoffe, das war gut erklärt und du bist mitgekommen, denn so ein kleiner Klapphocker kann schon an manchen Stellen knifflig sein. Und bitte merke dir alle diese Tricks und Schmähs, die wir hier gemacht haben, die Übungen mit dem Ansetzen und viel Spaß beim Sitzen auf deinem Hocker. Bis zum nächsten Mal.